das setzt sich dann auch fort 1980. Da ist dann Melt, also ihr wisst schon, das ist das jetzt gespolzene Gesicht. Da wird es dann auch gleich ein bisschen, na wie soll ich sagen, geht es in eine andere Richtung. Ein bisschen, klingt ein bisschen nach New Wave, lustigerweise. Ja, das Fahrt ist vorsichtig. Ein Schritt, glaube ich. Erstmal hat er einen Produzent genommen, Steve Lillywhite, der sehr, sehr bekannte Wave- oder Punk-Nummern produziert hatte. Dann hat er auch seinen alten Schlagzeuger Collins gebeten, ihn da zu unterstützen. Biege nach rechts ab. Und er hat Folgendes gesagt. Ich wollte das jetzt anders machen. Ich wollte bestimmen, wie die Schlagzeuger spielen sollten. Die sollten demnächst links abbiegen. Und kein Becken benutzen. Biege nach links ab. Und die durften also nur Snare und Toms und Bassdrum spielen. Und dann wurde der Sound gegated. Das ist ein Effekt, den Gabriel mit seinem Tontechniker Hugh Padden entwickelt hat. Das ist der Hall eines Trommel wird abgeschnitten und dadurch entsteht ein Effekt, der extrem auffällig ist und den später Collins bei In the Air zum links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Aber genau, das wird dann immer geradeaus. Das wird also vom Hall wird abgeschnitten, das heißt dadurch wird es unheimlich auffällig. Und diesen Effekt, der wird später das erste Stück auf Intruder, wo das entwickelt worden ist. Und das hat Collins gespielt und er hat das dann gemacht. Das klingt ja gut. Man hat das für sein eigenes. Ah, komm, weil daher kommt das. Das ist ja quasi die berühmteste Schlagzeugphrase der Pop-Geschichte. Immer geradeaus. Ich will jetzt auch ein bisschen auf die aktuelle Entwicklung eingehen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so bewusst war. Da fallen zwei Lieder auf, die wirklich nochmal in diese Richtung weiter zeigen. Und zwar ist es einmal Games Without Frontiers. Genau. Und gleich noch darüber reden, über Biko. Aber erstmal vielleicht ein Stück von Games Without Frontiers. Das ist ausgesprochen.